Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Eine kostenfreie Telefonnummer und die Faxnummer ist so ähnlich. 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet 1live.domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Erster Anrufer heute Nacht ist Jörn. Stimmt das? Hallo Jörn. Hallo Domian. 21. Jöran heißt das, nicht Jörn. Ach, ich dachte schon, was? Wie spreche ich diesen Namen aus? Wie heißt das? Jöran. J-Ö-R-A-N. Jöran. Genau. Das klingt so nordisch. Keltisch ist es. Keltisch. Genau. Sehr schick. Jöran. Genau. 21 Jahre alt. So ist es. Um was geht's? Es geht um Eifersucht. Aha. Und zwar, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich merke, dass ich bei meiner jetzigen Freundin extrem eifersüchtig bin. Ja. Aber nicht, wie das so normal ist, so wenn irgendjemand anders meine Freundin anguckt, dann ist mir das relativ egal, dann freut mich das eher. Mhm. Zeigt mir, dass ich eine schöne Freundin habe. Ja. Was anderes ist es schon, wenn sie von der Zeit erzählt, wo sie nicht mit mir zusammen war, wo sie was mit anderen hatte. Ach so. Und wenn ich das höre, dann geht mir mehr oder minder der Hut hoch. Also dann. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ein halbes Jahr. Mhm. Sind wir zusammen. Ja. Und wenn ich das jetzt so höre, nach und nach, und das dann alles so mitkriege, ich meine, ich höre mir das gerne an und ich möchte ja das auch nicht so zeigen, dass mich das stört, weil es interessiert mich halt, was sie vor mir gemacht hat. Ja. Und naja, wenn ich das dann so höre, was da passiert ist, dann, naja, auf gut Deutsch gesagt, könnte ich mich dann doch ein bisschen übergeben. Ja. So schlimm? Ja. Was? Das wundert mich selber auch. Weil ja, was? Sag mal ein Beispiel, weswegen du dich übergeben könntest. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass sie was mit einem Typen in der Disco hatte, die haben sich kennengelernt, wie auch immer, sind dann irgendwann verschwunden und dann entweder bei ihm ins Auto oder hinter die Disco und ja, haben da ein bisschen rumgemacht, dann, naja. Wie deshalb schon? Ja, deshalb. Also ich dachte jetzt, sie hat irgendwelche abgefahrenen Sexpraktiken praktiziert früher oder so. Nee, das nicht. Nee. Also die ganz normale schnelle Nummer im Auto bewirkt bei dir schon einen Würgereiz. Ja. Aber so Sachen hast du doch auch gemacht früher. Ja, habe ich auch. Deswegen, ich verstehe es ja nicht. Ich habe mir da schon Bücher über Eifersucht geholt und da im Internet nach drüber gelesen und ich komme da auf keinen grünen Nenner. Ja. Bezieht es sich denn immer auf Dinge der Vergangenheit oder gibt es auch aktuell Situationen, wo du sagst, ich koche schon? Also es ist teilweise so, wenn ich sehe, dass ich in der Disco bin mit irgendjemand, was weiß ich, tanzt oder so, dann ist es. Ja, es kommt ganz drauf an, wer es ist. Wenn ich denke, das ist einer, der ihr gefallen könnte, dann denke ich mir schon, na, und was könnte jetzt passieren? Weiß nicht, das lässt mich aber noch relativ kalt, weil sie sagt halt, sie liebt mich, sie gibt mir sonst auch keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ja. Und das ist ja das Paradoxe daran, dass ich selber nicht verstehe, warum es so ist, dass sie mir auch keinen Grund dazu gibt. Ja, und du kennst das aus deiner bisherigen Vergangenheit, kennst du das nicht von dir und bei dir, dass du so extrem bist? Überhaupt nicht. So eher die normale Nummer früher, wenn man halt ein bisschen eifersüchtig war, aber nicht so krass. Ja, das ist halt ganz normal weg. Und es ist halt, wie gesagt, nicht, wenn sie irgendjemand anguckt, was ja bei vielen anderen Leuten so ist, sondern dann halt, wenn ich irgendwas, also am schlimmsten ist es, wenn ich alleine irgendwo sitze, bei mir hier zu Hause, und also wir führen eine Fernbeziehung mittlerweile, und weiß ich nicht, dann ich höre irgendwas Dusseliges im Radio und dann kommen irgendwelche komischen Gedanken, wie jetzt könnte sie ja das und das tun. Ach so. Wenn ich diese Gedanken dann nicht sofort wegschiebe. Fühlst du dich ihrer denn nicht sicher? Bist du unsicher, dass sie dich vielleicht doch nicht so liebt, begehrt, dass sie doch nicht so bei dir ist, wie du das möchtest? Naja, eigentlich nicht, weil sie gibt mir da keinen Grund zu. Mhm. Sie sagt, dass sie nur mich will, dass ich das Beste bin, was ihr je passiert ist, dass sie mich über alles liebt, dass sie das selber nicht so ganz nachvollziehen kann, dass bei mir alles anders ist als mit anderen Männern. Ach, das sagt sie auch. Also, das sagt sie auch. Tolles Kompliment. Ja, das ist ein wahnsinniges Kompliment. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also ihr Ex-Freund hatte sie damals betrogen. Ja. Und du sagst, ihr führt eine Fernbeziehung. Wie oft seht ihr euch? Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Also ich fahre fast jedes Wochenende hin. Und wie viele Kilometer liegen dazwischen? 300. Naja, okay. Aber jedes Wochenende ist drin und wenn das Wochenende dann da ist, ist es auch ein tolles Wochenende. Ja, das ist toll. Ja. Klar, man freut sich die ganze Woche aufeinander, wir telefonieren täglich. Würdest du denn für dich sagen, du bist 21 Jahre alt, dass das die bisher wahnsinnigste Liebe ist, die du erlebt hast? Ja, definitiv.
Ah ja. Weil es ist einfach, es ist rücksichtslos. Oder ich liebe sie, weil ich einfach nicht kann. Nicht, ja, weil ich jetzt irgendwie nur scharf auf sie bin oder so, sondern einfach, weil... Aber das könnte vielleicht auch der Grund sein, dass du so extrem reagierst. Weil du positiv auch so extrem im Moment drauf bist. Aha. Könnte sein, ne? Könnte sein. Ja. Insofern in einer gewissen Weise vielleicht verständlich, auch so eine Panik, sie zu verlieren, eine Panik, sie teilen zu müssen, wenn es auch völlig irrational ist, die Vorstellung, in der Vergangenheit hat jemand was mit ihr gemacht, ich will das nicht, obwohl es Vergangenheit ist, aber dass diese Gefühle bei dir ausgelöst werden, weil du so wahnsinnig drauf bist im Moment. Ja. So, das wäre vielleicht die Erklärung, aber die Erklärung hilft nicht weiter. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ja, das versuche ich auch zu tun. Ja, ich habe dann, also ich kenne das ansatzweise auch von mir, was du gerade beschrieben hast. Aha. Und ich bin immer damit gut gefahren, einfach mit der Vorgabe, rigoros diese Gefühle mir zu verbieten und die wegzudrängen. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass so etwas Liebe kaputt machen kann. Ja, das ist meine Angst davor. Ja, wenn man sich dazu zu sehr laufen lässt und das auslebt, machst du diese deine tolle, große, so schöne Liebe kaputt. Aha. So, und das ist alles eine Frage der Disziplin. Man muss nicht immer alles ausleben, was in einem ist. Es gibt gute Gefühle oder schlechte Gefühle. Ich glaube, das ist ein schlechtes Gefühl. Das ist mit Sicherheit ein schlechtes Gefühl. Jedenfalls geht es mir dann ziemlich mies. Ja. Einfach Training, immer im Kleinen. Sobald du so in die Gedanken hineinkommst, wie war das früher, und du anfängst, dir das im Detail vorzustellen, sofort verbieten, sofort an was anders denken, sofort irgendwas anders machen. Es ist eine mühsame Sache, aber ich glaube, dass man das, ich weiß es, mir ist es gelungen, dass man, wenn man es immer und immer wieder versucht, gelingt es einem, das wegzutrainieren. Mhm. Und sich auch immer vor Augen zu halten, für was man es tut. Man tut es nämlich dafür, dass die aktuelle Liebe bestehen bleibt und dass man die nicht beschädigt. Ja gut, das ist ja nun auch mein Ziel, deswegen versuche ich da irgendwie einen Dreh ranzukriegen. Ja. Also die Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, das war eigentlich mehr oder minder alles nur Schwachsinn. Ja. Ja, ja, es wird auch viel geschwafelt zu dem Thema. Ja. Im Prinzip ist es ganz einfach. Man muss es einfach unterdrücken und wegtrainieren, runterschrauben, immer wieder runterschrauben und diszipliniert dagegen vorgehen. Das ist es. Ja. Das finde ich. Ja, dann werde ich das mal ausprobieren. Ja, also, und sei glücklich, dass du so eine tolle Frau hast und so ein tolles Liebesgefühl im Moment hast. Ja, das ist es. Und das ist mittlerweile schon seit einem halben Jahr an. Ne? Und das ist hochwertvoll. Das passiert nicht alle Tage und passiert vielleicht auch nicht so oft mehr in deinem Leben. Insofern hege und pflege das. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, wenn sie auch sagt, dass du so eine wichtige Erfahrung jetzt für sie bist. Ja, so, ja, dann werde ich das auf alle Fälle mal probieren. Also das ist so bis jetzt das Einzige oder das Vernünftigste, was ich bis jetzt überhaupt gehört habe. Also vielen Dank erstmal dafür. Hoffentlich funktioniert's. Ja. Der Mann mit dem keltischen Namen Jöran. Gefällt mir wirklich gut, der Name. Richtig, richtig klasse. Ja, ich habe mich auch schon dran gewöhnt jetzt. Mochtest du ihn nicht am Anfang? Also ich konnte mir frei überlegen eine Zeit lang. Ich bin jetzt relativ spät getauft worden, also ich hätte ihn noch ändern können. Ach. Aber ich habe mir gedacht, das ist so ein seltener Name hier in Deutschland. Ja. Und, den behalte ich. Du konntest dir den selbst aussuchen, als du älter warst, schon? Ja, meine Eltern haben mir dann später die Wahl gelassen und haben gesagt, wenn es dir nicht gefällt, dann können wir den ändern. Das finde ich aber toll. Ja, das fand ich auch nicht. Das finde ich toll. Wie alt warst du, als du gesagt hast, okay, ich nehme diesen Namen? 9 oder 10. 9 oder 10, ja. Ich finde ihn wunderbar. Es ist ein ganz, ganz individueller Name, Jöran. Ja, also ich habe ihn bis jetzt noch 2-mal gehört. Bisher. Ja, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Morgen, Freunde und Freundinnen, sind wir wieder früher da im Fernsehen. Um 11:45 in unserem Donnerstagsstudio. Da sind wir ja nicht in diesem Studio, sondern in einem anderen Studio. Und ihr könnt auch eine Stunde vorher anrufen. Also die Sendung beginnt um 11:45 und ihr könnt eine Stunde vorher anrufen und da sind die Leitungen geschaltet. Morgen ist auch wieder eine freie Themennacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. 11:45, WDR Fernsehen. Morgen, Silvia, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ich grüße dich. Ja, also mein Thema ist meine Familie. Mhm. Und zwar, ich habe seit anderthalb Jahren wieder Kontakt mit meinem Vater. Ja. Ich hatte vorher kein gutes Verhältnis mit ihm, also der hatte mich halt missbraucht und misshandelt und das halt, sagen wir mal 5 Jahre lang. In also welchem Alter von? Von 11, also ich war 11. Von 11 genau. Bis 16? Ja, genau. Hat er dich missbraucht? Genau. Ja. Also und, richtig mit, also vergewaltigt? Also nee, Vergewaltigung nicht. Auf keinen Fall. Also nur missbraucht, körperlich irgendwie, aber keine Vergewaltigung, das nicht. Was heißt das dann? Also Missbrauch ist ja, wenn halt körperlich ein Kind oder eine Frau angefasst wird gegen ihren Willen, mhm,
Und halt Vergewaltigung, das ist ja, wenn man Geschlechtsverkehr mit der Frau hat, oder? Also Geschlechtsverkehr hattest du nicht mit dem Vater? Nein, auf keinen Fall. Aber wie weit ist es denn gegangen? Ja, schon, also körperlich, dass er halt mich überall angefasst hat irgendwie. Du musstest ihn auch überall anfassen? Ja, also nicht immer, nur manchmal, also es war nicht so oft. Ja. Auf jeden Fall, ja. Bis dahin, dass er zu einem Orgasmus dann kam, in deiner Anwesenheit oder mit dir? Nee, das nicht. Nein, das nicht. Ich glaube, da war ich auch 11 und da habe ich das auch nicht so noch gekannt irgendwie, aber so wie ich das jetzt sehe, war das nicht so gewesen. Nee, auf keinen Fall. Ja? Nee. Das ging dann diese lange Zeit von 5 Jahren, vom 11. bis zum 16. Lebensjahr. Genau. Mhm. Und dann bin ich ja mit 16 bin ich ja dann von zu Hause abgehauen, weil ich das dann halt nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Und war ich halt im Mädchenheim gewesen und dann in Wohnheim auch. Und dann war ich halt auch mal 2 Jahre in der Klinik gewesen, in der Psychiatrie. Ja. Und dann haben die halt gesagt, dass ich eine Borderline-Störung habe. Mhm. Und dann hatte ich auch in der Zeit, wo ich in der Klinik war, hatte ich halt die Anzeige gegen meinen Vater gemacht. Mhm. Und habe ihn dann halt angezeigt. Mhm. Und das hat aber erstmal 2 Jahre gedauert, bis der Prozess überhaupt begonnen hat. Mhm. Das heißt, 99 war der Prozess dann, genau. Ja. Und der ist dann auch verurteilt worden für 5,5 Jahre. Mhm. Und ist jetzt nach 3,5 Jahre entlassen worden letztes Jahr, wegen guter Führung. Mhm. Und hab dann auch seit letztem Jahr Kontakt mit dem. Mhm. Also ist insgesamt jetzt, genau, seit 1,5 Jahren fast. Mhm. Und der Kontakt ist super. Der Kontakt ist super? Ja. Ich dachte jetzt, wärst entsetzt, dass er so früh aus dem Gefängnis herauskommt. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich war vorher, habe ich immer gedacht, der soll die 5,5 Jahre kriegen und, weil ich ja auch keinen Kontakt mit ihm hatte und ich auch dieses schlechte Verhältnis vorher hatte. Aber als er dann aus dem Gefängnis wieder rauskam? Ja. Yeah. War denn da nicht eine große Angst bei dir oder ein Widerwillen, ihn überhaupt in Kontakt mit ihm zu kommen? Nee, gar nicht. Warum nicht? Weil ich wo er dann halt im Gefängnis war, irgendwann nach einer Zeit, ich hatte Kontakt mit meinen Geschwistern gehabt und da ist auch halt sehr viel passiert irgendwie. Meine Mutter, die ist krank geworden, hat einen Schlaganfall bekommen und ist auch vor einem Jahr gestorben daran. Mhm. Und also ich habe noch jüngere Geschwister, sind 6 Jahre alt, 11. Hat er das mit den Geschwistern auch getan? Nein, nur mit mir. Nur mit dir. Mhm. Nur mit mir, genau. Hattest du denn während des Gefängnisaufenthaltes brieflichen Kontakt zum Beispiel mit ihm? Auch nicht. Mhm. Aber ich hatte das mal überlegt gehabt und dann hatte ich mit meiner Schwester mich mal darüber unterhalten. Mhm. Und meine Schwester meinte halt, nein, der würde sauer werden und der würde da nicht gut drauf reagieren und. Jetzt möchte ich dich noch mal fragen und zurückgehen in die Zeit 11. Lebensjahr bis 16. Lebensjahr. Yeah. Du sagst, du bist missbraucht worden, es gab keine Vergewaltigung durch den Vater, aber es gab sexuelle Spielereien, Kontakte, Berührungen und so weiter. Genau. Wie oft ist das passiert? Also ich kann nicht zählen, wie oft das passiert. Also es ist schon oft passiert, aber ich kann nicht zählen. Also es war relativ regelmäßig, ist es passiert. Ja, genau. In diesem Jahr. Also nicht jetzt jeden Tag, aber schon sehr oft. Ich kenne das nur so, Silvia, von Mädels oder auch Jungs, denen das passiert ist, dass die, wenn sie älter werden oder vielleicht sogar zeitlebens, diese Person, die das mit ihnen gemacht hat, hasst und verachtet. Ich weiß. Ja, ich weiß. Wie erklärst du dir das? Der Vater ist ja nun wirklich sehr nah an dich herangetreten und hat dich verletzt. Ja. Hat seine Macht ausgenutzt. Ja. Hat dir eigentlich sehr Schlimmes angetan. Das hat er auch und das weiß er ja auch. Und erklär mir das, wie das kommt, dass du jetzt die Versöhnung quasi vollzogen hast mit ihm. Ich sag dir das mal so, die ganze Familie, in der wir leben, da ist nur Stress. Mhm. Da hasst einer den anderen. Da werden alle niedergemacht. Und irgendwann muss einer meiner Familie anfangen und den Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt ist Schluss mit dieser Familienhasserei. Es muss mal aufhören. Und ich denke, dass ich habe den Willen dazu und ich habe die Kraft dazu. Und ich bin froh, dass ich das getan habe, dass ich meinem Vater halt verziehen habe. Mhm. Und
jetzt fängt an, dass die Familie normal wird, dass dass sich an, dass die Familie langsam anfängt, sich zu mögen und so. Redet ihr denn jetzt oder habt ihr in der letzten Zeit darüber geredet, über das, was da vorgefallen ist? Mein Vater und ich, ja. Also ja. Ich rede oft mit meinem Vater intensiv darüber. Und hat er so etwas gesagt wie eine Entschuldigung, dass ihm das leid tut? Und er bereut es zutiefst. Er bereut es zutiefst. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, das ist natürlich eine Sache, die einem dann auch noch wieder hilft zu verzeihen. Ne? Als wir uns halt das erste Mal wieder gesehen haben, ich habe erst gedacht, der macht mir vielleicht Vorwürfe oder sowas, aber überhaupt nicht. Ich habe ihn gesehen und wir sind dann direkt, also ich war gerade hier in der neuen Wohnung, da sind wir halt direkt irgendwo etwas trinken gegangen. Mhm. Und dann hat er mir halt gesagt, dass ich überhaupt nichts bereuen muss. Ich habe genau das Richtige getan, was ich machen musste. Also bereuen, bezogen auf die Anzeige. Ne? Genau, das war gut, dass ich die Anzeige gemacht habe. Mhm. Wenn ich die nicht gemacht hätte, dann wäre er nie irgendwie auf den Punkt gekommen, dass er etwas Falsches gemacht hat. Das heißt also, durch die Anzeige und durch die Gefängnisstrafe ist er zur Besinnung gekommen und hat gesehen, was für schlimme Sachen er da gemacht hat. Wie war denn das damals bei der Gerichtsverhandlung? Warst du da auch bei? Ja, da war ich auch bei. Also ich war bei dem ersten Termin dabei und bei dem letzten. War er denn da auch bei der Verhandlung? Hat er sich da reuig gezeigt? Der war total irgendwie, der war überhaupt gar nicht da, habe ich das Gefühl gehabt. Also der hat überhaupt nicht irgendwie realisiert gehabt irgendwie. Der hat irgendwie die ganze Zeit den Kopf nur nach unten gehabt. Mhm. Und sich geschämt. Genau, denke ich mal. Er wusste überhaupt gar nicht, was los war. Also wusste schon. Das ist ja auch eine große Schande dann in der Familie für ihn gewesen. Ne? Genau, Die anderen Geschwister, sind die älter oder jünger als du? Also ich habe noch einen Älteren, der ist 28. Dann komme ich, meine Schwester, die ist 25. Mhm. Und dann kommen die drei Kleinen, 15, 11 und 6. Ist die Schwester ja gar nicht so weit weg von dir altersmäßig. Aber da ist nichts passiert. Da ist gar nichts passiert, nee. Hat er denn zu den Geschwistern jetzt auch wieder ein gutes Verhältnis? Haben die ihm auch verziehen oder ist es da noch eher gespannt zwischen denen als zwischen dir und deinem Vater? Also es war mehr zwischen mir und meinem Vater. Also mit den anderen Kindern hatte der keine Probleme irgendwie. Mhm. Es war halt nur zwischen mir und ihm. Er hat mich als Tochter ja geliebt gehabt. Es waren so viele Probleme irgendwie in der Familie. Mhm. Das kann man nicht entschuldigen, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Das hat er selber auch gesagt. Aber es sind halt wirklich zu viele Probleme irgendwie gewesen. Ja, und die Mutter ist nun gestorben. Das ist natürlich auch eine schlimmste Erschütterung in der Familie. Ja. Und dir liegt es sehr, sehr viel daran, dass die Familie wieder dass es friedlicher zugeht in der Familie, dass sie zusammenwächst und zusammengehört wieder. Mein Vater war ja für mich auch sowieso die wichtigste Person irgendwie jetzt ohne diesen Missbrauch. Vorher, bevor der Missbrauch ja begonnen hat, war die Zeit ja okay gewesen, mit meinem Vater auf jeden Fall. Also, es ist natürlich schwer so nachzuvollziehen. Allerdings, das sagen mir viele. Ja, aber dennoch ist es natürlich auch eine große Sache, dass du das schaffst. Und wenn du das aus tiefstem Herzen so siehst, ist es völlig in Ordnung. Ich bin gesünder dadurch geworden, auf jeden Fall. Ja. Mir geht es heute psychisch besser als vor 2 Jahren. Lange oder zeitlebens zu hassen, zermürbt den auch immer, der hasst. Ne? Genau, das macht einen kaputt. Ja. Gut, Silvia, dann wünsche ich dir, deiner Familie, alles Gute. Ja, danke schön. Von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Schönen Tag noch. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Freie Telefonnummer. Und Faxnummer 0800 220 5051. Wenn ihr uns faxt und mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Für den Fall, dass ihr gern in die Sendung wollt. Also bitte drauf schreiben. Jetzt geht es weiter mit, ich muss in die Regie fragen. Mit wem geht's weiter? Mit Thomas, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thomas. Und was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist Krebs. Bist du selbst betroffen davon? Ja, seit dem 6. April diesen Jahr weiß ich definitiv, dass ich Leberkrebs habe. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ja, das ist ein ganz dummer Zufall gewesen. Also ich war am 5. Februar habe ich mich einweisen lassen ins Krankenhaus hier in Neuss, weil ich vermutet habe, dass ich eine Magengeschichte habe. Da habe ich Schmerzen gehabt und das ging bis ins Schlüsselbein. Und bei der Untersuchung haben die einen Fleck im Ultraschall, einen Fleck auf der Leber gesehen. Ja. Dann haben die einen CT gemacht, dann haben die noch einen Tumor, also einen großen Tumor gefunden, den man auf dem Ultraschall nicht sehen konnte. In der Leber? In der Leber, ja. Da waren da 2 Stück, ein großer und ein kleiner. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und jetzt die Chirurgen da,
haben sich also nicht getraut, daran zu gehen, weil das eine große Operation ist. Mhm. Dann hat man mich nach Gladbach verwiesen und der Professor da hat dann mit mir geredet und der hätte sich dazu getraut, aber wenn auf die Intensivstation kommt, die Betreuung danach, das wäre dem zu riskant gewesen. Der hat mir dann auch direkt gesagt... Die Betreuung danach wäre ihm zu riskant gewesen? Die Betreuung danach. Also nicht die OP, sondern die Betreuung danach? Ja, die OP auch. Die hatte so ein Risiko. Der hatte so, was er dann den Akten da hatte von Neuss, hatte der gesagt, das ist so 50-50, 70-30. Das heißt im Klartext, du bist nicht operiert bis heute? Doch, ich bin schon operiert. Du bist auch doch operiert worden? Nee, aber noch nicht ganz. Also da ging ja noch weiter. Der hat mich ja so dann nach Essen verwiesen. Und die haben dann ein reines Leber-CT gemacht. Und dann hat man 4 Tumore gefunden. Und das sind jetzt 3 kleinere und ein ganz großer. Und den kleinen haben sie mir in der 4-stündigen OP rausgeholt, also den kompletten linken Leberlappen. Und dann sollte ich am 6. April wiederkommen zur DSA. Das heißt, die wollten eine Sonde einlegen und dann mit Kontrastmittel gucken, wie die versorgt werden, die anderen da. Jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander. Du hast am Anfang gesagt, du weißt seit dem 6. April, dass du Krebs hast. Das ja, weil die dann den histologischen Befund hatten, die dann da. Und dann haben die gesagt... Achso, da war es definitiv dann ab 6. Da war es definitiv. Ich verstehe. Weil die OP war am 19.3. Ist denn danach dann noch eine OP durchgeführt worden? Nee, es war eine geplant für den 20. Also jetzt am Dienstag hätte die sein sollen. Ja. Und die haben mich angerufen... und gesagt, dass sie keine Bettenfreiheiten auf der Intensivstation. Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ein kleiner Tumor entfernt worden aus der Leber. Ja, dennoch sind 3 weitere in der Leber. Ja, 2 kleinere und ein ganz großer. Ja. Also, ich habe den auf dem Bild gesehen. Und ist der Körper in irgendeiner Weise sonst auch noch betroffen? Ja, also ich bin jetzt durch diese OP da noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Nee, ich meine, gibt es sonst irgendwelche Tumoransätze noch im Körper? Also, an der Leber nicht. Also, die haben jetzt nicht den ganzen Körper da untersucht. Die haben jetzt nur gezielt auf die Leber jetzt geguckt. Aber macht man das nicht? Untersucht man da nicht den ganzen Körper, ob er irgendwie gestreut ist schon, der Krebs? Nee, die haben ja aufgemacht. Da haben die ja gesehen, dass die Leber flach war. Und wenn die jetzt wellig gewesen wäre, dann hätten die ja direkt dazu gemacht. Gut, das ist ja so medizinisch. Ich glaub's dir mal, dass es dann so war, wie du es gerade beschrieben hast. Man muss es ja nicht zu detailliert medizinisch beschreiben. Jetzt bist du in deinem Alter von 40 Jahren, das ist ja kein Alter, bist du Leberkrebs erkrankt. Haut einen das nicht völlig um, wenn man dann auch diese Diagnose hört? Ja, ich sag mal, wo die mir jetzt gesagt haben, bösartiger Tumor, da bin ich erstmal ein bisschen zusammengesackt. Ja. Der Blut ist mir im Kopf geschossen, dann war ich erstmal ganz leer. Ja. Und dann weiß ich nicht, also dann habe ich das immer noch nicht realisiert, dass das Krebs ist. Obwohl der Menschenverstand ja sagt, böser Tumor ist Krebs. Das habe ich erst 4 Tage später realisiert, dass ich überhaupt Krebs habe. Kommt man da ins Grübeln und denkt, Mensch, Leberkrebs, woher kriege ich Leberkrebs? Habe ich vielleicht ab und zu mal einen über den Durst getrunken oder so? Ja, das habe ich wohl auch. Aber das hast du auch. Die andere Jugendliche auch so, ne? Also denke ich mal. Also du bist kein Alkoholiker? Nein. Aber hast schon viel getrunken früher? Da wird halt viel getrunken. Ich sag mal, ich hab mal so am Wochenende war ich mal weg, so wie andere Jugendliche halt auch. Und ach so. Also ganz normal eigentlich. Also ganz normal eigentlich, ja. Ne? Also nicht erklärbar, warum es dich nun gerade da an der Stelle getroffen hat. Nee, ich habe doch im Internet nachgeforscht. Also da bin ich auf so eine Seite gestoßen und da stand auch drin, dass jeder Mensch Leberzellen, also Krebszellen in sich trägt. Ja, ja, klar. Und bei einem brechen die halt aus, bei anderen nicht. Also die können mir das auch nicht erklären. Jetzt sollte eine weitere Operation durchgeführt werden und man hat dich jetzt nicht operiert, weil kein Platz da ist auf der Intensivstation. Wird man da nicht auch ein bisschen nervös und denkt, Mann, ich will, dass das Zeug rauskommt und ich will jetzt nicht noch wieder wochenlang warten? Ja, das Problem ist ja jetzt so, wo die mir das gesagt hat am 6. April. Da hat er auch gesagt, also der Eingriff, den ich davor hatte, der war ein Witz dagegen, was jetzt kommt. Ach so. Weil bei dieser Operation kannst du sterben. Du kannst bei der Operation sterben? Ja, weil das hat mir der Gladbach schon gesagt, der hat ja schon so spekuliert mit 50-50, 70-30, bestenfalls vielleicht, weil er zu zentral liegt, der Große. Würde das denn bedeuten, wenn diese Operation gut geht, was wir natürlich von Herzen dir wünschen, dass dann der Krebs ganz aus der Leber raus ist? Ja, also das ist auch so, das weiß ich nicht. Also ich schätze mal, dass die danach nochmal bestrahlen werden oder was. Aber ob das jetzt ganz raus ist, das kann mir auch kein Arzt sagen. Das konnten die mir da auch nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt, weil die mir 50-60% rausschneiden werden. Das ist ja schon Maximum. Und
Ja, weiß ich nicht, wie ich weiterleben werde. Also, wenn ich das dann schaffen sollte. Denn ich habe jetzt auch schon im Internet da mal im Forum reingeschrieben, bei kompasskrebs.de. Ja. Oder Krebskompass, wie das heißt. Und da haben so zwei Leute auf die Seite geguckt, aber mir kann keiner sagen, also von den Betroffenen, da sind auch viele Betroffenen drin von Krebsarten, konnte mir keiner so eine Mail schreiben, wie, wenn man das übersteht, wie man weiterlebt. Das kann mir auch noch nicht mal der Arzt sagen. Also, ich bin sicher, dass es da auch in, für diesen Bereich und aus diesem Bereich mit Sicherheit Selbsthilfegruppen gibt in Deutschland. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass eventuell einer zuhört, der sowas hatte und mir dann da irgendwie was sagen könnte. Also das ist der eine Weg, dass wir da gerne einen Kontakt herstellen. Der andere Weg ist, dass ich dich gleich noch an meinen Psychologen verweisen werde. Der soll mal in seinen schlauen Büchern nachgucken, ob nicht irgendwo doch eine Gruppe registriert ist, die wo sich genau solche Menschen treffen, die du suchst. Und da würden wir dir natürlich auch gerne behilflich sein. Ja, das ist ja das Problem, mir läuft ja die Zeit weg. Also am Sonntag muss ich da wieder anrufen. Und wenn die dann das Wetter frei haben, dann muss ich am Montag direkt rein. Dann machen die nochmal einen Bluttest, um zu gucken, ob der Quickwert noch stimmt. Ja. Denn wenn der Quickwert jetzt schlechter geworden ist, dann könnten die ja gar nicht mehr operieren. Das heißt, du gehst eventuell Montag ins Krankenhaus mit der großen Angst, ich komme da unter Umständen gar nicht mehr lebend raus. Ja, genau, weil ich am Dienstag dann, dann werden die sich wohl, sie haben sich ja mit Teams jetzt schon zusammengesetzt. Ich war jetzt vor drei Wochen wieder da. Da haben die nochmal ein 3D-Leber-CT gemacht. Und in den Gesichtern habe ich schon von den Ärzten, so von den Stationsärzten so gesehen, ja, da habe ich gefragt, wie ist das denn und so, ne? Ja, wir versuchen es und so, die sind da schon so am Druck, in den Gesichtern konnte ich schon mal sehen, dass die auch da ziemlich am Knobeln sind und das macht mir nicht gerade Mut. Ich habe irgendwie. Aber gibt es denn keinen vertrauten Arzt da, der mit dem du auch so richtig offen reden kannst, der dir das erklärt? Und ja, dieser Dr. Lang, dieser Oberarzt davon, also zu dem habe ich Vertrauen und der war bei der ersten OP dabei und wird auch bei der zweiten dabei sein. Also den vertraue ich irgendwie schon. Also der sagt das zwar knallhart, aber das ist mir auch lieber so, aber ich vertraue auf den seine Fähigkeiten. Ja, ja, das ist ja schon mal gut, wenn du da einen guten Draht zu hast. Ich würde dich gerne auch noch fragen, deine privaten Verhältnisse. Lebst du allein oder hast du Familie? Ich lebe zurzeit alleine. Also meine Familie, so meine Mutter, mein Vater, die kümmern sich jetzt zwar auch und erledigen viel mit mir, weil ich kann ja jetzt nach der OP, das ist ja auch zwei Monate her, und ich habe Konditionen für zwei Stunden, wenn ich auf die Straße gehe, dann bin ich platt. Ja. Was das hast du ich war gar nicht erholt davon und das war eine kleine OP, also auch eine große OP, aber das ist ein Witz dagegen, was jetzt ansteht. Also da steht eine ganz, ganz große Sache jetzt vor der Tür bei dir. Also Thomas, natürlich, wenn sich Leute, die ähnliche Geschichten hinter sich haben, in Sachen Leberkrebs für uns melden, kriegst du sofort den Kontakt. Dennoch möchte ich dich bitten aufzulegen und mein Psychologe ruft dich gleich nochmal an und dann könnt ihr dann mal gemeinsam gucken, ob da was Interessantes noch zu finden ist. Ich von meiner Seite aus wünsche dir für nächste Woche alles nur erdenklich Gute. Dass du das gut überstehst und dass du danach wieder einigermaßen auf die Beine kommst. Das wird sicher eine Weile dauern mit Reha-Kliniken. Ja, das denke ich mal. Das Problem ist, wie geht das für mich jetzt beruflich weiter? Was machst du für einen Beruf? Also ich hatte jetzt zur Zeit, habe ich ja Lackierer gelernt. War da 7 Monate in der Umschulung. Das wäre mit abgeschlossener Lehre und alles gewesen. Und damals war ich Schweißer und so, das konnte ich auch ganz gut. Aber das sind jetzt Berufe, die ich ja dann nicht mehr ausführen kann, weil da auch giftige Gase und Dämpfe sind. Und das geht ja auf die Leber, was ich da mache und wie lebensfähig dann ich dann noch werde, sein werde. Ich würde mir vielleicht jetzt in diesen Zeiten im Moment darüber gar nicht so ganz groß den Kopf zerbrechen, sondern jetzt geht es ja erstmal darum, dass nächste Woche die OP stattfindet. Und dass sehr wahrscheinlich, also voraussichtlich. Ich muss doch anrufen, ob auf der Intensivstation, was jetzt ein Platz frei ist, und dann geht das ruckzuck. So, und dass du die gut überstehst, das ist ja das Allerwichtigste, dass du da gut rauskommst. Und dann wird sich das andere wird sich schon irgendwie finden und fügen. Ja, das hoffe ich jetzt mal. Einfach so, obwohl ich mein Gefühl, das ist ja so ein Mischmaschgefühl. Also irgendwie habe ich so ein bisschen Hoffnung so und dann irgendwie denke ich wieder, so ein ganz mieses Gefühl halt. Das ist so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auch noch die Gesichter von den Ärzten so gesehen habe und was mir der eine damals erzählt hat, ich laufe jetzt schon seit dem 5. Februar nur von den Krankenhäusern hin und her, liegt dann da mal 2 Wochen, da mal 3 Wochen. Ja. Und dann erzählen die mir das und so und halt dich mal an diesen Arzt, von dem du gerade gesprochen hast. Wenn du da ein gutes Gefühl zu hast, ist das immer ganz, ganz wichtig, dass man da offen und ganz intensiv auch spricht, gerade bei so einer ernsten Angelegenheit. Ja, das ist ja, also wenn ich jetzt kein Vertrauen zu diesem Dr. Lang hätte, dann würde ich das auch nicht machen. Dann würde ich mir eine andere Klinik suchen. Ja. Aber zu dem habe ich ja Vertrauen. So Thomas, jetzt machen wir es so, du legst auf und der Johannes, mein Psychologe, ruft dich an. Und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen. Ja, alles Gute. Wollte ich noch sagen, mach weiter so und danke an dein Team. Und das ist eine klasse Sache, was ihr da macht. Dankeschön, Thomas. Jo, tschüss. Tschüss.
Und hier ist Margit, 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Ich möchte erstmal meinem Vorgänger alles Gute für die anstehende OP wünschen. Das ist ja nett von dir. Und das wird er auch gebrauchen können. Das denke ich. Das tut mir sehr leid. Mhm. Und dann möchte ich noch was anderes sagen. Mhm. Ich sehe jetzt seit circa 2,5 Jahren deine Sendung fast regelmäßig und hatte bisher immer die gleiche Meinung. Immer. Also das kommt ganz selten vor. Ach so, die gleiche Meinung mit mir. Ja, mit dir. Ach so, ja. Die Ratschläge, die du gibst und nicht den Leuten nach dem Mund redest, das finde ich ganz toll. Ja. Auch wenn sie nicht immer sehr freudig davon sind. Manchmal nicht so, stimmt. Ja, ja, genau, manche. So, und jetzt zu meinem Eigentlichen. Bitte. Am vorigen Donnerstag rief ein junger Mann an mit diesem Zähltick. Ja. Und den habe ich auch. Den hast du auch? Ja. Das heißt, du sitzt auch immer da und zählst? Und zähle. Jetzt im Moment auch? Guckst du mir? Nee, jetzt konzentriere ich mich. Auf Gespräch, dann geht's nicht. Erzähl mal, wie es bei dir ist. Ja, also das ist ganz eigenartig. Das habe ich schon über 10 Jahre oder noch länger. Wenn ich irgendwo bin, ob ich in der Straßenbahn fahre, da zähle ich die Fenster an den Häusern. Aha. Dann Vorbau, Mauersims, da denke ich 1, 2, 3, ist das Haus zu Ende. Ja. Oder wenn ich beim Arzt sitze, die Tapetenmuster. Ja. In der Gardine die Muster. Wenn ein Mann einen Anzug anhat, ein Zweireiher, dann denke ich 2, 4, 6 Knöpfe. Gibt es dann eine besondere Befriedigung, wenn du fertig gezählt hast? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Es geht nur um den Zählvorgang. Ja. Zählen. Das heißt, immer wenn du so nichts zu tun hast, irgendwo so träumst oder irgendwo sitzt, fängst du an. Wenn ich einzeln bin, zähle ich. Denkst du während des Zählens dann auch noch an irgendwas anderes oder zählst du dann nur? Ich zähle. Du zählst nur. Ja, ich dachte schon, ich habe eine Macke. Als ich dann hörte, dass es noch einen von der Sorte gibt, da war ich ganz überrascht. Ich will dir sagen, wir haben so viele Mails bekommen auf diesen Anruf hin, vor der Woche. Ja, es gibt ganz viele Leute, die diesen Tick haben. Und irgendjemand hat mir auch gemailt, ich glaube, das war sogar ein Mediziner, dass das auch ausarten kann in eine schwere Störung. Aber natürlich kann es nur ausarten. Also so wie der Anrufer das letzte Woche beschrieben hat, war das ja auch eher so eine kleine Macke. So eine Macke, ja. Echt. Also nicht mit ausarten oder so, aber kann es einen schaffen. Wie ist denn das, wenn du dann so alleine bei dir zu Hause sitzt? Passiert das dann auch? Dass auch? Du, ja, auch? Aber du hast das ganze Wohnzimmer doch wahrscheinlich schon durchgezählt, alles was man erzählen kann. Naja, dann ist es wieder beim Fernsehen, in einem Film oder was. Film, da ist eben eine Küche abgebildet, da stehen eben 4 kleine Töpfchen auf dem Schrank, da zähle ich eben die 4 Töpfchen. 1, 2, 3, 4. Da denke ich, das ist krankhaft. Da kann man manchmal nicht aufhören. Im Moment ist es mal ein bisschen besser. Mhm. Da finde ich, da kommt es nicht so oft vor. Ich finde interessant, ich habe gesagt, du bist 58. Ja. Du hast gesagt, dass das erst vor 10 Jahren angefangen hat. Ja, oder vielleicht 12 Jahre. Früher hatte ich das nicht. Ja, genau. Es hat dich nicht dein ganzes Leben begleitet. Nein. Weißt du noch damals, wie das angefangen hat? Nee. Plötzlich, das war eben plötzlich da. Hast du angefangen, mal so zu zählen? Ja. Nimmt das zu? Je älter du wirst, zählst du je... Es hatte zugenommen im Laufe der Jahre. Ja. Hat es zugenommen, aber jetzt steht's auf dem Punkt. Also im Augenblick stürzt mich wieder gar nicht. Also nicht je Oller, je Dollar. Das nee, nicht. In dem Punkt zumindest nicht. In anderen Punkten schon. Ich lasse mich doch nicht aushorchen. Ja, also, aber du sagst dann ja auch schon, dass es dich auch bisweilen ein bisschen nervt, ne? Manchmal nervt es mich. Ja. Manchmal nervt es mich, weil ich merke das dann ein Weilchen gar nicht so und plötzlich empfinde ich das, da denke ich, jetzt hast du ja schon wieder das alles abgezählt, das kann doch nicht wahr sein, das willst du doch nicht mehr. Kannst du, wenn du merkst, es fängt dich an zu nerven, kannst du dann sagen, Schluss, ich zähle jetzt nicht mehr? Nee, kann ich nicht. Ist ja wie eine Sucht, du musst weiterzählen. Augenblick weg und dann ist es schon wieder da. Ja, ja. Ich kannte nur immer so bisher so diesen Waschzwang oder sowas von anderen. Mhm. Aber das ist auch so ihr Zählautomat. Ja, es kann sicher, ich weiß nicht, ob man das sogar unter Zwangserkrankungen irgendwann einordnen kann, wenn es sehr schlimm wird. Vielleicht unter Umständen ja, wenn man völlig abgelenkt ist davon. Sicherlich. Und die Frage ist jetzt, wo ist die Grenze, wo man sagt, okay, ist noch nicht so schlimm. Und ab da wird es dann vielleicht auch irgendwie krankhaft, ne? Weiß ich nicht.
ich würde es noch nicht als Krankheit. Nee, würde ich auch noch nicht, so wie du es gerade beschrieben hast. Weil es immer wieder weg ist, mal eine Weile, und dann ist es mal wieder doller und dann ist es wieder mehr. Aber irgendwie hat es ja auch was Positives. Wenn man irgendwo sitzt und muss warten, unser eins langweilt sich dann und dörst so vor sich hin. Du hast immer was zu tun. Ich bleibe im Training, ich bleibe fit im Kopf. Ja, ganz genau, ja. Du sollst dir vielleicht angewöhnen, immer zu zählen und dann alles immer durch 4,7 zu teilen. Oder so. Das wäre eine neue Möglichkeit. Ne? Da bleibst du fit im Kopf. Ja? Na, dann werde ich mir das mal überlegen, ob ich das jetzt mal so mache, ab sofort. Genau, ich fand das so trollig, wie der junge Mann das erzählt. Ich denke, jetzt rufst du doch mal an, dass es noch einen gibt. Ja. Aber wenn da noch so viele Zuschriften kamen, es gibt davon viele. Es kamen irrsinnig viele Mails und wir waren auch selber ganz baff, dass auch sehr viele Leute das offensichtlich tun. Also von diesen Zählen hatte ich bisher noch nichts gehört. Also du bist nicht alleine auf der Welt damit, Margit. Das freut mich. Das freut mich. Also bin ich noch nicht reif fürs Irrenhaus. Nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und wenn du jetzt erstmal anfängst, auch noch zu teilen, dann bist du die Fitteste überhaupt, weit und breit. Ist eine neue Version, werde ich mir zulegen. So, ich freue mich sehr, mit dir gesprochen zu haben, wo du so eine treue Zuschauerin bist. Ich mich auch und ich gucke weiterhin. Darf ich fragen, woher du kommst? Du klingst so ein bisschen aus neue Länder. Genau. Ostdeutschland, genau. Welches Land? Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt, wie schön. Ja, ich freue mich. Bleib uns gewogen, Margit. Mach ich. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich das Gleiche. Dankeschön. Und macht alle weiter so. Ganz tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen sind wir 11:45 schon hier. Das heißt hier im Fernsehen, nicht im Radio. 11:45. Auch wieder mit einer offenen Sendung. Dann aus unserem Donnerstagsstudio. Und ihr könnt eine Stunde vorher anrufen. Das heißt ab 11:45 sind die Leitungen geschaltet. Und ihr könnt euch bei mir, bei uns melden und euch schon mal anmelden für ein Gespräch in der Sendung. Frank, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Jo, um was geht's? Es geht darum, dass du hattest letzte Woche das Thema Tag X. So, war's. Mhm. Ja, da habe ich angerufen, bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Mein Tag X war am 4.5.98. Seitdem bin ich Paraplegiker, das heißt querschnittsgelähmt ab den Brustwarzen. Aha. Und ja. Was ist da passiert? Ja, ich hatte einen Motorradunfall. Ich selber weiß nicht mehr viel davon. Mhm. Ich bin halt im Krankenhaus wach geworden und dann ist mir halt gesagt worden, dass ich bei Bodenglätte, bei uns in den Bergen, also wir haben hier so eine kleine Gebirgskette, wo ich herkomme, bin ich wohl bei Bodenglätte oder halt raureif von der Straße abgekommen mit Motorrad. Mhm. Bin mit gestreckten Beinen in den Straßengraben und die Ärzte haben gesagt, dass im Normalfall die Beine hätten brechen müssen, aber da ich die Beine durchgestreckt hatte, sind mir 3 Rückenwirbel gestaucht und zertrümmert worden und seitdem bin ich halt ab dem Brustwarzen querschnittsgelähmt. Du hattest die Beine beim Fahren durchgestreckt schon? Nee, ich bin wohl vom Motorrad runtergezogen. Ach so. Mhm. Und das Motorrad ist über den Graben drüber weg und ich bin mit gestreckten Beinen halt in den Graben rein. Da bist du irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht? Ja, auf der Intensivstation und das Härteste, was, ich weiß nicht, ob es das Härteste war, aber das, was ich eigentlich sehr derb fand, war, dass morgens ein Pfleger zu mir kam und meinte, irgendwie das erste Mal, wo ich wirklich erste Mal klar war, also ich bin ja erstmal doch wohl ziemlich stark mit Schmerzmitteln ruhig gestellt worden und ähnliches. Ja. Und dann kam ein Pfleger zu mir und sagte nur, ja, Herr Neitzel, guten Morgen, mit dem Laufen, das wird wohl nichts mehr, so ungefähr. So hat es ein Pfleger mal so lapidar zu dir gesagt? Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, ist es gut oder ist es schlecht? Ich weiß, dass ich jemanden auf der Station hatte, der sagte, sei froh, du hast es hinter dir, du weißt es, dass es nichts mehr wird. Aber wie hast du denn da in der Sekunde drauf reagiert? Gar nicht. Ich glaube, man ist in dem Moment so geschockt, dass man einfach, mir ist nichts eingefallen. Das hat Tage gedauert, bis ich... Kam denn dann wenigstens ein bisschen später ein Arzt, der das richtig erklärt hat? Ja, die haben mir das erklärt, haben Röntgenbilder gezeigt, haben die ganze Situation mit mir gesprochen und der sagte, wenn ich ihnen die Hoffnung mache, dass sie jemals wieder laufen können, sagte, dann belüge ich sie. Und ja, so, sprechen wollte ich, bitte? Das ist natürlich ein ungeheuer einschneidendes, eine einschneidende Sache für das Leben. Vorher normal gesund gewesen vermutlich, beweglich, wie ein Gesunder das eben ist. Und dann schlagartig querschnittsgelähmt, ab der Brustwarze. Ja, etwas drunter. So, man sagt, glaube ich, den toten Winkel oder den toten Punkt, da genau, wo die Rippenbögen zusammentreffen. Ja, das heißt, die Arme sind beweglich, die kannst du bewegen. Sitzt im Rollstuhl seitdem. Ja. Was ist das,
für dich Gravierendste, was sich seitdem verändert hat? So im normalen Leben, in deinem Alltag? Ja, es gibt tausend Dinge. Das Gravierendste, was mir gesundheitlich Probleme macht, sind nicht mal unbedingt die Querschnittslähmung. Nicht das im Rollstuhl sitzen. Was das Schlimmste ist für mich, sind zum Beispiel Dinge wie, wenn ich mich stoße am Fuß durch Muskelzuckung, weil durch Nervenirritation. Das ist normal, das nennt man dann Spastik, weil die Nerven die Informationen nicht ans Gehirn weitergeben können und dann entstehen so Muskelzuckungen. Ja. Wenn ich mich bei Sonnenfall zum Beispiel irgendwo stoße, muss ich tierisch aufpassen, dass ich zum Beispiel keinen Abszess kriege. Das heißt, der Körper kann an diese Stelle, wo normalerweise ein blauer Fleck käme, kann der keine Abwehrstoffe hinsetzen oder hinschicken und dementsprechend entsteht dann Abszess und im schlimmsten Fall Knochenfraß. Ach so, und das ist eine Folge der Querschnittslähmung auch, dass dort kein blauer Fleck entstehen kann. Ja, blaue Flecken schon, aber der Körper kann halt dann diese Prellung nicht abbauen. Verstehe. Führt im schlimmsten Fall halt zu Knochenfraß. Das war bei mir einmal sehr stark am Fuß, da haben sie mir dann einen kleinen Zeh amputiert. Das auch noch? Ja, gut, von dem kleinen Zeh hätte ich eh nicht viel gehabt, hört sich jetzt blöd an. Das Schlimmste ist eigentlich, sag ich dir ganz ehrlich, dass ich seitdem mich, mir ist so vorkommt, als wenn ich nichts mehr wert bin. Es geht mir so, dass mein objektives Gefühl ist, oder subjektives, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt, dass ich allen zur Last falle. Ich bin ständig auf Leute angewiesen. Wie lebst du denn? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich habe eine eigene Wohnung, Parterre. Aber du brauchst ständig Hilfe. Ist das jemand da, deine Eltern oder ein Pfleger? Oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin so insofern selbstständig, ich habe zwar kein Gleichgewichtssinn, das heißt, ich kann nicht die Balance halten, weil ich die Bauchmuskulatur nicht anspannen kann. Aber ich kann zum Beispiel selber umsetzen ins Auto. Ich fahre also auch einen umgebauten Wagen. Ach so, das geht. Ja. Das geht. Und kannst du auch alleine zur Toilette? Ja, ich muss mehrfach am Tag katetern, damit meine Blase komplett entleert wird, weil ich so einen Blasenstand habe. Ach so, weil du das gar nicht kontrollieren kannst, wann du zur Toilette musst. Ja, ich trage normalerweise, das hört sich jetzt blöd an, aber Kondome, wo ein Schlauch unten dran ist, mit einem 1,5-Liter-Beutel am Bein. Ja, und wie ist es mit dem großen Geschäft? Ja, alle 2 Tage abführen. Alle 2 Tage abführen? Ja. Das heißt, es könnte aber auch schon mal passieren, dass es einfach so in die Hose geht. Ja, mehrfach schon. Ja, besonders natürlich dann im schlimmsten Fall bei Aufregung. Also ein guter Bekannter von mir, der viel mit mir auch unternimmt, so der mich, den ich vor dem Unfall schon kannte, ganz lange, der hat mich vor 2 Jahren mitgenommen zum 24-Stunden-Rennen. An die Rennstrecke hat das alles organisiert. Und ich war so aufgeregt, dass ich mir auf der halben Strecke erstmal richtig dick eine in die Hose gesetzt habe. Ja, ja. Und das kannst du gar nicht, das spürst du gar nicht. Nee. Du kannst es nicht kontrollieren und hast keine Macht darüber. Nee, gar nicht. Und das ist in vielen Fällen, auch wenn es der beste Freund ist und man ihn seit der Grundschule kennt, ist es dann doch peinlich. Ja, klar. Du warst 20, als das passiert ist. Ja. Was hast du damals gemacht, beruflich? Ich habe Maurer gelernt. Ich habe mein Abitur in der 12. Klasse abgebrochen, habe eine Maurerlehre begonnen und hätte im Juni normalerweise die praktische Prüfung gehabt und bin nicht mehr zugelassen worden, weil ich einfach auch nicht konnte. Das war am 4.5. und ich habe am 23.5. Geburtstag. Das heißt, ich wäre 20 geworden. Die Maschine war noch gedrosselt. Aber hattest du damals eine Freundin? Ja, die habe ich auch immer noch. Die hast du immer noch? Aber wie funktioniert das? Ich könnte mir vorstellen, dass es sexuell eben auch nicht so funktioniert wie bei einem normalen Menschen. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, durch diesen Unfall und weil ich halt sehr schlecht mit mir selber klarkomme, belastet das auch sehr stark unsere Beziehung. Also meine Freundin hat sich schon mehrfach von mir getrennt, weil sie da nicht mehr mit umgehen kann. Aber nicht, dass ich im Rollstuhl sitze, sondern dass ich selber mit meinem Leben nicht fertig werde. Erstmal ist ja festzuhalten, dass das eine ganz tolle Sache ist, dass deine Freundin jetzt all die Jahre bei dir geblieben ist. Das scheint ja dann doch eine sehr tiefe und enge Bindung zu sein. Ja, das Problem ist daran einfach, dass ich ihr das nicht zeigen kann. Ich komme mit mir selber nicht klar und ich behaupte einfach, wenn man mit sich selber nicht klarkommt, stimmt, ja. Dann kann man auch, also es ist oft genug so, dass ich schlecht auf mich selber zu sprechen bin und dann so sauer werde, dass ich dass ich sie rausschmeiße, einfach aus eigener Frustration irgendwie. Spielen da auch so Gedanken mit, ich kann keine Sexualität mehr ausleben, bei mir funktioniert es eben nicht mehr so. Ja, ich kann ja rein theoretisch, also das Problem ist nur, man ist beim Vorspiel, ich habe das mehrfach probiert, so und dann krieg ich vom Urologen so Spritzen, die haben eine super dünne Nadel, die setze ich mir halt oben in den Schwellkörper, drück drauf, so und dann wieder singen hart, da kannst du einen Acker mit umfügen. Ja. Also, ja, ja,
Ja, es hört sich jetzt blöd an, nein, aber der wird härter wie normal. Ja, ja. Weil das halt, das ist keine normale Schwellung. Aber? So, da kann man Sex haben. Aber es macht mir einfach nicht den Spaß wie früher. Ja, du spürst ja, also an deinem Geschlecht. Gedanklich ab. Ja, es läuft gedanklich ab. Körperlich spürst du überhaupt gar nichts. Nee, gar nicht. Mhm. Habt ihr das oft praktiziert mit der Spritze und ja, am Anfang wohl, um das zu kompensieren, einfach weil sie wohl auch dachte, mir zeigen zu müssen, dass sie mich noch begehrt und ich halt, um ihr in Anführungsstrichen das zu geben, was sie halt braucht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten in den letzten 3 Jahren irgendwie 4 oder 5 Mal Sex. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Also ich finde, du hast es ja schon 2 oder 3 Mal gesagt, das ist auch ein Teil deiner Selbsteinschätzung, Selbsterkenntnis. Das Allerschwierigste, dass du letztendlich dich noch nicht damit abgefunden hast und nicht eingefunden hast in dieses Schicksal. Nee. Ne? Und dass du damit haderst. Und dadurch, ja, dadurch die Unzufriedenheit entsteht und auch dass du dich innerlich zermürbst damit. Ja, das Problem ist, glaube ich, einfach, ich habe jetzt auch schon mehrfach eine Therapie gemacht, ich habe bis vor 2 Wochen noch eine Therapie gemacht, ich habe überall das Problem, dass mich kein Mensch versteht. Ich habe das Problem, dann war ich mal in einem Behindertensportverein. Ja, also verstehen, ich glaube, Frank, um das Verstehen geht es gar nicht. Alle werden dich verstehen, die jetzt zuhören. Dass man natürlich, jeder Gesunde hat ja den Horror, dass einem so etwas passiert. Und insofern kann man das schon gut verstehen. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Ja, aber dieses Gefühl, dass keiner nachvollziehen kann. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man morgens, das hört sich jetzt blöd an, aber morgens Probleme hat, sich anzuziehen, dann Probleme hat, sich in den Rollstuhl zu schwingen und ähnliche Dinge. Weißt du, ich sag mal, für dich ist es, das ist kein Vorwurf, aber du stehst morgens auf, schwingst dich in deine Schuhe, gehst aus dem Haus. Ja, klar. Für dich ist das eine Selbstverständlichkeit. Klar, klar. Brauchen wir nicht darüber reden, dass da Welten inzwischen liegen und dass das um ein Vielfaches schwieriger ist, damit umzugehen. Hast du denn Kontakt auch mit anderen Behinderten oder auch mit Leuten, auch mit Unfallopfern, denen das so ergangen ist wie dir? Ja, ich war mal in so einem Behindertensportverein oder habe mir erst mal angeguckt, aber ich habe bei denen das Gefühl, irgendwie, ich kann mich mit denen nicht identifizieren. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht offen auf die Sache zugegangen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie bei denen, die grenzen sich ab so. Die sind unter sich. Aber ich habe nie wirklich zum Beispiel bewusst mitbekommen, dass da irgendwer, ja, es hieß zwar, ja, ich habe einen Unfall gehabt, aber es wurde nie irgendwie darüber gesprochen, ja, so und so fühle ich mich oder sowas. Sondern ich habe ja gerade schon das Stichwort gebraucht zu Beginn der Sendung, der Selbsthilfegruppe. Ich weiß einfach durch so viele Gespräche mit Menschen, wie hilfreich Selbsthilfegruppen Leuten sein können. Weil man das große Glück hat, nicht mit irgendeinem, ich will das jetzt nicht abwertend meinen, mit einem Arzt oder mit einem Psychologen es zu tun zu haben, der da gesund und klug vielleicht sitzt, sondern da sitzen Leute, die genau das Gleiche erlebt und erlebt haben wie ich und das Gleiche empfinden wie ich. Und das ist so genial, wenn man sich da austauscht und gegenseitig eben auch Tipps geben kann, wie man damit umgeht. Ich glaube, das wäre für dich das Ideale. Dir kann ich das Angebot machen, dass wir versuchen, dir behilflich zu sein, so eine Gruppe zu finden. Ja, das wäre nett. Denn du musst ja irgendwas machen. Letztendlich geht es darum, dass du eine Akzeptanz findest für das, was dir passiert ist, so schwer es auch ist. Ja, das ist das Problem. Ich kann es irgendwie nicht. Ich muss immer, jeden Morgen, an dem ich aufstehe und setze mich in meinen Rollstuhl oder jeden Tag, an dem ich mich in mein Auto setze, was ja nun auch schon, sag ich mal, ich muss umsetzen, dann muss ich den Rollstuhl zusammenklappen und auf den Beifahrersitz stellen und sowas. Ich sag mal, in jeder Situation, die früher für mich selbstverständlich war, dass ich es anders gemacht habe. In jeder Situation muss ich nur daran denken, wie früher alles war. Und darum geht es, glaube ich. Darum geht es, dass du irgendwie eine Technik erlernst, mittels anderer Betroffener oder mittels eines Psychologen, wie auch immer, dass du nicht immer diese Vergleiche ziehst. Und durch jeden einen solchen Vergleich wirst du ja immer runtergezogen. Ja. Ne? Das ist es ja. Das heißt, du musst irgendeine Technik finden, dass du mehr gegenwartsbezogen lebst, so schwierig das auch ist. Und es gibt ja so viele behinderte Menschen, die das hervorragend schaffen und das hinkriegen. Ja. Ich schlage vor, wir machen hier Schluss. Ja. Und der Johannes, mein Psychologe, ruft dich nochmal an und dann guckt ihr weiter. Ja, alles klar. Alles Gute von ganzem Herzen, Frank. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Bis dann, ja. Jo. Melanie, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Melanie. Dein Thema. Ja, also vor 2 Jahren habe ich jemanden kennengelernt und den fand ich auch auf Anhieb total super, aber leider ist er verlobt und hat ein Kind.
Mhm. Und ja, das geht ja nun schon 2 Jahre. Also ihr habt ja seit 2 Jahren habt ihr eine Affäre. Nein, wir haben keine Affäre. Keine Affäre. Also es ist wirklich, ach so, sagen wir mal, bis jetzt noch rein platonisch gewesen. Mhm. Und ja, aber ich meine, natürlich haben sich bei mir inzwischen Gefühle entwickelt und ich weiß also im Moment gar nicht, wie ich weiter ja diese platonische Beziehung führen soll. Wie sieht denn dieser Kontakt aus? Wie oft seht ihr euch beispielsweise? Alle paar Monate, würde ich sagen. Also immer hier und da. Also nicht so oft? Nein, nicht sehr oft. Wohnt er bei dir in der Gegend? Nein, wir wohnen ziemlich weit auseinander. Das auch noch? Ja. Mhm. Und ja, also wie kommt es dann zu einem Treffen? Besucht er dich oder? Nein, also ich besuche Freunde in seiner Gegend. Ach so. Und dadurch habe ich ihn auch kennengelernt. Mhm. Und aber ich telefoniert ihr denn zwischendurch schon mal? Ab und zu, aber es ist mehr dann doch E-Mail. Ja. Also was wir dann benutzen. So. Ja. Und das geht seit 2 Jahren so. Ja, und also er ist auch derjenige, der den Kontakt auch sucht, muss ich sagen. Mhm. Ich bin dann eher so, ich habe gesagt, okay, also er hat eine Verlobte und also zu der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war die gerade schwanger. Also da waren sie noch nicht verlobt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, also das kann ich ja wohl nicht machen. Also das, das geht halt nicht. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen gesagt, okay, das lässt du jetzt einfach. Aber dann immer kam dann von ihm wieder dieses, ja, ich möchte dich sehen oder ja. Und dann also auch immer so, ja, sagen wir mal, auch so intime Sprüche dann auch so ein bisschen. Ach so, also so kleine Flirtereien haben schon stattgefunden. Ja. Ja, aber es gab noch nie eine körperliche Annäherung. Nein. Kein Händchen halten, kein Kuss, gar nichts. Nein, also ich denke mal, dafür waren wir auch nie oft genug alleine, würde ich sagen. Also wir sehen uns dann oft, wenn Leute da sind oder ja. Jetzt hat sich in diesen 2 Jahren bei dir das sehr aufgebaut und aufgestaut auch. Ja, also ich sag mal immer wieder, es geht dann immer wieder ein bisschen zurück, wenn ich ihn dann also nicht sehe, dann dann kann ich mich auch ablenken und so, aber immer dann, und wenn ich ihn wieder gesehen habe. Ja, klar. Und du hast in diesen 2 Jahren auch keine andere Beziehung gehabt? Doch, ich hatte eine Beziehung. Mhm. Aber ich hatte eine Beziehung, als ich ihn auch kennenlernte eigentlich, aber die war dann auch kurz danach vorbei und dann hatte ich auch noch eine andere Beziehung, aber also ich muss sagen, also das war, also ich habe immer an ihn gedacht und er wäre eigentlich doch perfekt für mich, so ungefähr. Mhm. Also, weißt du denn was über die Beziehung, wie die Beziehung ist, er und seine Freundin? Wie bitte? Ob ich darüber was weiß? Ja, weißt du darüber? Ja, also ich kenne sie auch. Mhm. Und also ich weiß zum Beispiel, also oder so wie ich das mitbekommen habe, ja, die sind halt wegen dem Kind zusammen. So, so kommt das manchmal rüber. Ach so, und, ja. Und du hast den Eindruck, dass das aufgrund seiner Aktivität und seiner Initiative, dass er schon auch irgendwie interessiert ist, wie auch immer. Mhm. Wobei man nicht weiß, was für ein Interesse das ist. Ist das jetzt irgendwie so ein latent sexuelles Interesse oder ist es mehr? Man weiß es nicht. Ja, ich meine, wenn das sexuell wäre, ich denke, dann hätte sich da schon was abgespielt, sag ich mal so. Also ich habe eher den Eindruck, dass er mich auch als Person einfach gut findet. So. Ja. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, irgendwie, es ist doch zu viel. Ja, an platonischen Gefühlen. Ich komme damit gar nicht mehr klar jetzt, also weil ich jetzt irgendwie auch dann, irgendwann möchte man auch mal mehr. Also, ja. Gehen wir mal so das letzte halbe Jahr zurück. Ist da die Initiative immer von ihm ausgegangen? Also, sagen wir mal 80%, 20% oder so, ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in der Nähe war, dann habe ich dann schon mal gesagt, hallo, ich bin da, aber ich sag mal so sonst, ja. Aber ihr habt noch nie in der Zeit über euch so gesprochen, was das für eine kuriose Beziehung irgendwie ist. Nee. Keinmal. Also überhaupt nicht. Ihr redet über alles Mögliche, aber ihr redet nicht über euch. Nee. Wie wär's denn mal dann, dass ihr über euch redet? Ja, aber da habe ich irgendwie den Eindruck, also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt da total falsch liege. Also da hätte ich jetzt so die Hemmung, dass er sagt, ja, was denkst du denn? Ich bin doch verlobt, ich habe doch ein Kind. Also ja, so das. Test das doch mal. Hast du Angst davor, dass er das sagt? Wahrscheinlich ja. Mhm. Mhm. Das glaube ich auch. Aber diese Angst, finde ich, solltest du überwinden, weil letztendlich dir jede Antwort weiterhelfen kann. Ja, das stimmt. Ne? So ist das ja ein Treten auf der gleichen Stelle. Und ich kann es völlig nachvollziehen, wenn du sagst, nach 2 Jahren wird man da auch irgendwie ein bisschen verrückt im Kopf. Ne? Und man will vielleicht auch ein bisschen mehr oder man will eine Aussage hören oder irgendwas. Ja. Aber um etwas zu hören, muss man vielleicht auch etwas fragen erstmal. Mhm. Ich würde es an deiner Stelle ansprechen. Du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber mal so, ich meine, das ist doch ganz normal, dass wenn man so eine seltsame Beziehung pflegt seit 2 Jahren, dass man da auch mal drüber spricht, was ist denn da eigentlich so los? Und ja, nur ich habe halt manchmal das Gefühl, also er flirtet halt unheimlich gerne. Mhm. Und also es macht er natürlich auch mit anderen. Mhm.
und das weiß ich ja, dass er also jetzt nicht nur mit mir flirtet, aber ich weiß halt nicht, ob dieses Interesse, was er mir zeigt, eben auch anderen entgegenkommt. Ja, ist ein Stochern im Nebel jetzt, ne? Das, ja, das weiß man genau. Nicht. Das heißt, letztendlich musst du jetzt ein bisschen mehr Fakten ranholen. Genau. Und Fakten ranholen geht nur, indem du offen redest und offen fragst. Mhm. Bis hin vielleicht sogar irgendwann ganz offen bist. Mhm. Ja, selbst auf die Gefahr hin, dass er dann sagt, nee, komm, da habe ich kein Interesse dran. Ich habe kein Interesse auf irgendwas Näheres. Aber das hilft dir dann auch weiter. Ja, ist richtig. Sonst hast du die Illusion immer so im Kopf. Ja, ich denke, das ist auch eben die Illusion, dass er halt doch irgendwie der Richtige ist. Aber ja, ich weiß es ja gar nicht. Genau, und diese Illusion kann einen auch verdammt lähmen, ne? Mhm. Dass man gar nicht anders irgendwie was anderes machen kann und so. Ja. Na gut. Melanie, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Meine Lieben, nochmal der Hinweis, morgen sind wir früher im Fernsehen, 11:45 im WDR-Fernsehen und eine Stunde vorher könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer hier und wir haben eine freie Themennacht, können wir uns morgen wieder über alles Mögliche und alles Unmögliche unterhalten. Peter, 40 Jahre alt, haben wir hier noch. Hallo, Peter. Ja, guten Abend, Jürgen. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Nein. Wir komprimieren es. Okay, bei mir ist Folgendes. Ich habe eine Schwester dazu bekommen, nach 37 Jahren. Nach 37 Jahren hast du eine Schwester bekommen? Ja, genau. Die ist aber wahrscheinlich nicht ganz klein, ne? Nein, die ist ein bisschen mehr als ich sogar. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Das heißt, du wusstest gar nicht, dass du eine Schwester hattest. Doch, meine Mutter hat es mir einmal in einer Schillminute gesagt, nur nicht ganz die Wahrheit. Es hieß damals, die Schwester wurde zur Adoption freigegeben und war ins Münsterland und die hieß Sabine. Ja. Und rausgekommen ist mittlerweile, sie heißt Susanne und kommt aus dem Sauerland. Die Susanne aus dem Sauerland. Ganz genau. Und ich habe die unheimlich lieb, die Frau. Und wann hast du erfahren, wann hast du sie gesehen zum ersten Mal? Letztes Wochenende. Ach so, frisch ist das alles. Ja, ja. Und wie kam das? Vor 14 Tagen kriege ich Dienstag, ich sitze auf dem Balkon. Mit einem Kollegen, mit einer Flasche Bier, ganz in Ruhe, denke an nichts Böses, bekomme einen Anruf. Ja. Hallo, bist du der Sohn von der und der Frau? Ja. Ich sag, ja, das bin ich wohl. Ja. Und dann sagt die zu mir, ja, dann bin ich deine Schwester. Das ist ja abgefahren. Das ist ein Hammer. Und jetzt haben wir uns mittlerweile zweimal gesehen. Und du bist begeistert? Ich bin begeistert von der Frau. Ist eine tolle Susanne. Ich lieb sie, ja. Wie hat sie denn deine Adresse oder deine Telefonnummer rausgekriegt? Das ging über die Ämter und dann ging es über ein bisschen dunkle Wege, was eine Amtsschwesterin hätte nicht so unbedingt machen sollen, aber es hat geklappt. Ja, super. Sie hat ein Herz gehabt. Super. Ja. Also umso schöner, dass ihr dann auch spontan so ein Draht zueinander gefunden habt. Auch total, ja. Ja. Wohnt ihr weit auseinander? 120 Kilometer. Ja, ist ja nicht so weit. Nee. Das heißt, also da kann jetzt ein richtig guter verwandtschaftlicher Kontakt aufgebaut werden. Ja, sicher. Ja. Und ich bin total stolz und total glücklich. Das glaube ich. Und du grüßt herzliche Grüße an die Susanne aus dem Sauerland von mir. Ja. Und wünsche euch eine tolle Zeit und jetzt ein tolles Leben weiterhin. Dankeschön, Domian. Lieber Peter, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Jens Diegel. Wie gesagt, morgen 11:45 ab 11:15 könnt ihr schon anrufen und 11:45 sind wir im WDR-Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage Tschüss, bye bye, bis morgen.